Der Film beginnt mit Thor und den tapferen drei als eine Art Friedenstruppe. Wir versuchen, die neuen Welten zu schützen und die Ordnung wiederherzustellen. Ich hatte alles voll und ganz unter Kontrolle. Ist das der Grund, wieso hier alles brennt? Thor könnte seine Pflicht tun und vielleicht König werden, aber er ist innerlich zerrissen. Ist sein Platz auf der Erde bei Jane oder auf Asgard? Er behielt Jane aus der Ferne im Auge, um sie zu beschützen. Aber dann passieren seltsame Dinge auf der Erde und er muss ihr einfach helfen. Ich habe dir versprochen, dass ich zu dir zurückkehre. Jane kommt mit dieser bösartigen Macht in Kontakt. Und Thor ist fest entschlossen, sie zu retten. Dieses Mal stehen wir einer dunklen Macht gegenüber, die durch und durch böse ist. Sie will die absolute Zerstörung Asgards und all seiner Reiche. Die Erde wäre eines von ihnen. Der Film hat so viele Aspekte. Er ist noch überwältigender als das, was wir bisher sahen. Fantastisch. Uns läuft die Zeit davon. Die Struktur der Realität wird quasi zerrissen. Ich finde einen Weg, uns zu retten.